Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Jan Wagner, Schaf, Hahn, Ente. Schaf, Hahn, Ente. 19. September 1783. Versailles, sein Park, noch alles halb im Schlaf, als der Ballon sich von der Erdenbahn entfernt, so sagen es die Dokumente. Nur Volk, kein Pöbel, keine Parlamente, und seine Majestät umringt von Graf und Gräfin, der Mätresse, dem Galan mit Rohr, in dem konvex oder konkav die Linse schwebt, ein Strick, den man durchtrennte, der nie mehr ganz wird, sollte es ein Mahnmal sein, was dort am kalten Wetterhahn vorbeizieht, eine Art von Epitaph, ein Ball aus Seide längs der Windtangente, verschwindend über einem Spleiß von Kahn, die Untertanen Schaf und Hahn und Ente in ihrem Korb kaum hörbar, seltsam brav in Gottes blauem Himmel, nur Pigmente, nicht mehr, und gerade eben noch der Hahn, die Ente und zu guter Letzt das Schaf. Jan Wagner wurde geboren 1971 in Hamburg. Er ist aufgewachsen in Ahrensburg, Holstein, nordöstlich von Hamburg. Er ist ein studierter Anglist, übersetzt sehr viel und hat schon sehr früh sich literarisch betätigt. Sein erster Gedichtband erschien 2001, sechs weitere sollten folgen. Und dieses Gedicht Schaf, Hahn und Ente stammt aus dem Gedichtband, dem letzten Gedichtband, die Live Butterfly Show, der letztes Jahr im Hansa Verlag erschienen ist. Jan Wagner ist ein hochgepriesener Autor im wahrsten Sinne des Wortes. Er wird überschüttet mit Preisen und Auszeichnungen. Ich will nur drei davon nennen. 2011 erhielt er den Friedrich-Hölderlin-Preis der Universität und Stadt Tübingen, 2015 den Leipziger Buchpreis, 2017 den Georg-Büchner-Preis. Wagner lebt in Berlin, in Neukölln, wo es von Lyrikern nur so wimmle, wie er sagt, und wo alles da sei, was er zum Leben brauche. Bis auf einen Garten, den er in seinem Elternhaus in Ahrensburg gehabt habe. Er sagt, der Garten war mir schon als Kind wichtig, zum Beispiel der Komposthaufen. Das sei ein wundervoller Ort voll Magie gewesen, wo man sich die Frage stelle, Gott, was geschieht hier überhaupt? Und damit sind wir bei den Themen seiner Lyrik angekommen. Seine Lyrik kennt die Magie alltäglicher Orte, Dinge, Menschen und Situationen. Er sagt, Poesie sei ein universelles Grundbedürfnis und man fragt sich angesichts dieser Themen, ob man diesen Satz nicht ein wenig umwandeln könnte. Und zwar dahingehend, dass Poesie die Wesensmerkmale seiner Welt sind, seiner lyrischen Welt. Die Dinge, Orte, Menschen und Situationen des Alltags werden bei ihm poetisch. Und das ist etwas ganz Besonderes, was seine Lyrik auszeichnet. Wagner ist ein genauer Beobachter. Auch ein distanzierter Beobachter, manchmal skeptisch, manchmal kritisch, aber immer ein sehr freundlicher Beobachter. Seine Themen sind anspruchslos, scheinbar anspruchslos. Und sie werden scheinbar anspruchslos beschrieben, in einfachen Worten und einfachen Sätzen.
Doch auf den zweiten Blick offenbart sich, dass seine Gedichte hoch artistisch verfasst wurden. Sie sind sehr, sehr elegant. Wagner bekennt sich zu den poetischen Traditionen. Das merkt man auch an diesem Gedicht, Schafhahn und Ente. Seine Gedichte sind ausgesprochen bildhaft und anschaulich. Man geht in ihnen auf Abenteuerreise, auf eine Reise in unbekannte Welten, die sich im Alltag verbergen. Man fliegt auf ihnen zum Beispiel davon, wie in diesem Gedicht in einer Montgolfiere, wie in allen Gedichten, die in diesem Gedichtband, die Live Butterfly Show, verzeichnet sind, wo es ums Fliegen geht, ums Entschweben alltäglicher Dinge und Menschen und Orte. Man hat es auch so beschrieben, das Denken verliert in seinen Gedichten an Schwerkraft. Man fliegt mit ihnen davon und gerät mit ihnen in Bewegung. Ganz egal, was auch immer er in ihnen beschreibt. Zum Beispiel einen alten Biker, Rettich, eine Säge, einen Muff, einen Marder, einen Onkel, Weißdorn oder Tang. Der Leser zieht mit diesen Gedichten mit, er schwebt davon und diese Gedichte sind immer Momentaufnahmen, Situationsschilderungen in ihrer Einmaligkeit, die aber schlagartig und blitzartig eine universelle Bedeutung offenbaren. Man hat kleine Aha-Erlebnisse, wenn man diese Gedichte liest. Es sind kleine Erleuchtungserlebnisse, die einen erwarten. Das Besondere an diesen Gedichten ist nun wirklich, dass Sprache und Gegenstand eins werden. Bezeichnendes und Bezeichnetes gehen eine untrennbare Einheit ein und die Worte verweisen nicht auf etwas Außersprachliches, sondern stets auch auf sich selbst. Und das bedeutet, dass jedes einzelne Wort in seinen Gedichten unersetzbar ist, nicht austauschbar. Man kann kein Wort weniger oder mehr nehmen oder hinzufügen. Jedes einzelne Wort ist notwendig, um die Realität dieses Gedichtes wiederzugeben. Als Interpret muss man immer viele Worte machen, um zu beschreiben, was in diesem Gedicht so präzise, in seiner präzisen Einmaligkeit gefasst wird, was aber eben auf eine universelle Bedeutung hinweist. Und um diese universelle Bedeutung auch ein wenig heranzubringen, muss man viele Worte machen, muss man den Eindruck verwässern, den dieses Gedicht gibt. Aber so ist es nun einmal, wenn man als Interpret ein Gedicht ausloten will und seine Schönheit begreifen will, auch in der ganzen Tiefe, die dieses Gedicht offenbart. Schafhahn und Ente nimmt Bezug auf eine einmalige Situation, eine historisch belebte Entdeckungsreise, die stattgefunden hat am 17. September 1783 in Schloss Versailles. Eine Montgolfiere stieg auf. Der Traum der Menschheit erfüllte sich an diesem Tag zum zweiten Mal. Wir wissen, dass es kurz nach 13 Uhr war. Die Zuschauer waren noch halb im Schlaf, so sagt Jan Wagner. Offensichtlich hatten die Festivitäten des Vorabends länger gedauert und die Zuschauer, ihre Majestäten, waren noch nicht ausgeschlafen. Der Ballon steigt in die Luft und in dem Korb sitzen ein Schaf, ein Hahn und eine Ente. Man weiß, wie diese drei Tiere hießen. Das Schaf hieß Montausiel, der Hahn Cocorico
und die Ente quack quack. Unten am Boden verblieben seine Majestäten König Ludwig XVI., seine Gemahlin Marie Antoinette, eine Mätresse, ein Galan und Volk. Kein Pöbel, sagt Jan Wagner. Da assoziiert man sofort das französische Wort le peuple, das Volk von Frankreich, das tatsächlich an diesem Tag noch nicht in Versailles anwesend war. Wenige Jahre später wird es ja Versailles stürmen. Auch keine Parlamente, auch keine Volksvertreter waren da. Auch sie werden wenige Jahre später, 6 Jahre später, erst sozusagen einberufen werden in der Einberufung der Generalstände. Und diese Generalstände haben ja dann eine Revolution ausgerufen, die eine Weltbedeutung erlangt hat, weil sie das bürgerliche Zeitalter in Europa sozusagen eingeläutet hat. Das ganze Gedicht spielt auch immer auf diese französische Revolution an. Nicht direkt, aber indirekt ist diese Assoziation immer dabei. Aber heute, an diesem Tag, an diesem 19. September 1783, ist nur Aristokratie anwesend und eben, wie gesagt, 3 Untertanen, 3 Tiere. Diese 3 Tiere sind wahre Opfertiere. Sie befinden sich auf Himmelfahrtskommando. Kein Mensch weiß zu diesem Zeitpunkt, wie das Experiment ausgehen wird. Es sind perfekte Opfertiere, so wie die Hündin Laika, die 1957 von den Russen in das All geschickt wurde und der wissenschaftlichen Neugier geopfert wurde. Die 3 Tiere in dem Ballon, in dem Korb der Montgolfiere, scheinen sehr wohl zu wissen, dass das ein Himmelfahrtskommando ist, denn man hört sie kaum. Sie sind seltsam brav. Wahrscheinlich sind die 3 Tiere verängstigt durch diese ungewohnte Situation. Wir wissen, dass sie gut gelandet sind. Die 3 hatten Glück. Laika, die russische Hündin, nicht. Die ist schon wenige Stunden nach dem Start der Rakete, wohl an Überhitzung oder Stress, gestorben. Wir erfahren, dass ein Strick durchtrennt wird, der den Korb mit der Erde verband und dass der Ballon nun langsam in die Lüfte steigt. Es wird ein Fernrohr gezückt. Die Majestäten schauen dem Ballon nach. Und natürlich ist dieser Ballon aus Seide, wie es sich für die höfische Gesellschaft im Spätabsolutismus ziemt. Innen ist er verkleidet mit dünnem Papier. Gefüllt wird er mit heißer Luft. Das lässt doch ein wenig an die heiße Luft in den papiernen Verlautbarungen des französischen Königs kurz und während der französischen Revolution erinnern. Der Korb entschwebt nun in den blauen Himmel, entschwindet dort. Man sieht den Hahn, die Ente und zu guter Letzt das Schaf und schon sind sie weg, die Untertanen. Eben noch waren es Untertanen und wenig später werden es Revolutionäre sein, die nicht mehr brav und nicht mehr kaum hörbar sind, sondern brüllen und den Kopf des Bürgers Capet verlangen, wie der französische König in der französischen Revolution genannt wurde. Da wird nun der Hahn auf einmal zum Wetterhahn, der weiß, woher der politische Wind weht. Und die Ente wird zur Zeitungsente, zur 4. Gewalt in der bürgerlichen Gesellschaft. Nur das Schaf bleibt Schaf, ein Opfertier, das eben auch zuletzt versteht, was hier passiert. Die 3 entschweben in den Himmel als Mahnmal und Grabinschrift auf eine dem Untergang geweihte Gesellschaft. Nur noch Pigmente sind zu sehen von ihnen im blauen Himmel, so blau wie das Blau in der Trikolore.
und vielleicht ein wenig vom Rot des Hahnenkamms ist zu sehen oder vom Weiß einer Schäfchenwolke. Was für ein Vergnügen ist dieses Gedicht. Es ist so leicht, es schwebt so leicht an einem vorbei, an den Ohren, an dem inneren Auge. Und dennoch ist es höchst artistisch verfertigt. Wir haben 6 Terzinen vor uns, also 6 Dreizeiler, die in regelmäßigen 5-hebigen Jamben verfasst wurden. Wir haben einen Endreim, der sich immer wiederholt, A, B, C. Und dieser Endreim reimt sich auf die Worte Schaf, Hahn und Ente. 6 Dreizeiler, 6-mal dieser Endreim. Schlaf, Erdenbahn, Dokumente, Parlamente, Graf, Galan, Konkav, durchtrennte, Mahn, Wetterhahn, Epitaph, Windtangente, Kahn, Ente, brav, Pigmente, Hahn, Schaf. Dieser Reim wird durchgehalten, höchst artistisch. Am besten kommt dabei die Ente weg, die tatsächlich immer vom Laut her vollkommen unverfälscht erhalten bleibt, nämlich im Wort Dokum, Ente, Parlam, Ente, Durchtr, Ente, Windtang, Ente, Ente und Piggen, Ente. Das ist höchst amüsant und vergnüglich, wenn man das dann auch beim nochmaligen Lesen entdeckt. Und Jan Wagner schafft es in diesem Gedichtband und auch gerade in diesem Gedicht wirklich, Worte zum Fliegen zu bringen, zum Schweben, zum Dahinschweben als einzigartige Lebewesen, die Sprache und außersprachliches Sein hineinsetzen.